Instrumente gibt es in den verrücktesten Formen, die man sich vorstellen kann. Manche haben Saiten. Manche haben Tasten. Und manche werden durch den Atem gesteuert. Eines haben alle gemeinsam. Um sie zu beherrschen, braucht es viel Übung und Disziplin. Es dauert häufig Jahre, um mit anderen Musikern gemeinsam spielen zu können. Aber was, wenn das nicht so wäre? Eine Projektgruppe der Hochschule Furtwangen hat die Installation Worlds of Sound entwickelt, mit dem Ziel, diese Einstiegshürde zu überwinden. Als User muss man bei Worlds of Sound eigentlich nicht viel tun. Es reicht schon, einfach zwei Hände zu haben und mit dem Würfel in der Luft ein bisschen herum zu experimentieren, den zu drehen, hochzuheben, und verschiedene Sachen in der Luft über der Säule zu machen, und dadurch entsteht Musik. Für mich als Musiker ist eigentlich das Spannendste an unserer Installation die Tatsache, dass man eine völlig neue Interaktionsform hat. Das kenne ich so bislang von keinem Instrument und finde ich mega. Heute soll die Installation von Usern, die die Anwendung noch nicht kennen, zum ersten Mal getestet werden. Gerade die soziale Interaktion dabei ist sehr spannend, weil manche Menschen sind vielleicht eher auf sich fokussiert und beobachten, was sie machen, und sehen gar nicht den Gesamtkontext, und andere versuchen wirklich zusammen was hinzukriegen. Und so ist es spannend für Außenstehende, die den ganzen Soundtrack hören können, und wenn man den Soundtrack erschafft, die ganz eigene Perspektive ist auch ebenfalls sehr spannend. Also ich fand's sehr cool, vor allem man kommt erstmal hin, nimmt diesen Würfel in die Hand, hebt ihn mal hoch, und dann fängt erstmal alles an zu leuchten, man hört direkt was, hat sofort Feedback. Das hat man innerhalb von einer halben Minute gelernt und kann direkt loslegen, irgendwas auszuprobieren und Musik zu machen. Auf technischer Ebene haben wir in der Säule verbaut einen Time-of-Flight-Sensor, der misst, ob sich ein Objekt über ihm befindet und die Distanz dazwischen. Darüber können wir dann eben die Lautstärke regeln. Im Würfel selbst ist ein 3-Achsen-Accelerometer verbaut. Darüber können wir eben dann die Lage ziemlich genau bestimmen und dann rausfinden, welche Seite gerade sich unten bzw. oben befindet. Gerade für die Würfel, aber auch für die Säulen hatten wir den Anspruch, das Ganze irgendwie ein bisschen mehr professioneller zu machen, und haben dann tatsächlich auch Platinen designt und herstellen lassen, dass man die in den Würfel auch einfach einslotten kann, dass da nichts einfach nur mit Heißkleber fest ist, sondern dass das irgendwo Hand und Fuß hat und schon mehr an einem fertigen Produkt dran ist als an einem Proof of Concept irgendwo. Ich glaube, das Tolle an Worlds of Sound ist, dass es nicht nur eine Installation ist, sondern dass es eine komplette Plattform für Musik ist. Wir können jederzeit die Sounds ändern und andere Dinge damit machen. Und daher eignet es sich sehr, sehr gut, um weiter neue Projekte damit zu starten. Mit der coolste, wenn nicht sogar der coolste Moment war einfach, als dann gegen Ende wirklich alles Form angenommen hat und sich zusammengefügt hat. Und man dann gemerkt hat, hey, okay, wir haben jetzt zwei Semester rumgedoktert. Und das nimmt jetzt quasi vor unseren Augen Form an und funktioniert. Das war einfach mega cool.